Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Ungezheim. Ja, wir sind hier gerade mit dem Fan 510er und unserem 3 Meter Grupper hier an unserem letzten Acker, den wir jetzt noch bearbeiten wollen und sehen wollen. Ich habe jetzt noch was gekauft, das werden wir vielleicht auch noch dieses Jahr in Einsatz bringen auf dem Acker. Das holen wir uns morgen ab. Das habe ich heute auf eBay gekauft, beziehungsweise noch nicht gekauft. Ich habe gesagt, jo, ich hätte Interesse. Und wenn das so ist, wie es auf den Bildern ist und der Preis, ich den da vielleicht noch 200-300 Euro runterhandeln kann, also dann kaufe ich das auf jeden Fall. Also ist das quasi schon gekauft. Was das ist, werde ich euch dann auch genau verraten. Das ist auf jeden Fall was wir auf jeden Fall noch brauchen. Ich gebe euch mal den Tipp, das bauen wir, wenn wir noch mit dem Kurs, den wir zurzeit fahren, weitermachen wollen, beziehungsweise sowas, wie wir derzeit da verfahren. Ja, so. Einmal Turn. Wie gesagt, wir gehen jetzt auch in die finale Phase, ne? Der Saison. Das ist jetzt, wie gesagt, noch der letzte Acker, wo jetzt noch was drauf passiert. Da machen wir noch vielleicht mit dem einen Gerät nochmal auf einem Acker was, der Rest passt, und dann sind wir wie gesagt durch, also da ist nicht mehr viel so. Das ist ja, da ist diese Saison und dann gehen wir noch in den Wald. Wie gesagt, wir haben ja auch einen Wald jetzt, habe ich noch mal geguckt wegen den Pachtverträgen und so. Tatsächlich haben wir jetzt dieses Jahr das Stück Wald hier. Ich glaube, der steht ziemlich was drin an Kacke. Da haben wir auf jeden Fall vielleicht ein bisschen was zu tun, aber sonst ist der Winter, denke ich, eher entspannt. Im Winter werden auch nicht so viele Folgen kommen. Für euch dann natürlich schon bloß den Winterwelt dann schneller beseitigen. Weil wir dann im Winter den Kuhstall bauen, da habe ich dann viel zu tun, viel Stress und so. Kennt ihr ja. Dann hoffe ich, dass das mit dem Kuhstall auch alles hinhaut. Und dann, ja, mal sehen, was dann noch so kommt. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt in die Zeitraumaufnahme, eignet sich das perfekt hier für den 2-Hektar-Schlacht, den wir da jetzt ankern müssen. Dabei wünsche ich euch dann viel Spaß und dann würde ich sagen, sehen wir uns danach wieder. Bis gleich. Hey Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I ask for forgiveness of myself. Hey Mr. Bully, what'd you think when you pushed me out of my own head where everything made sense? Breathing in the lies that keep me open from the truth that keeps me holding on. Fire under my skin. Oh,
place again that stood alive for ages. Breathing in the lies that keep me open from the truth that keeps me holding on. Holding on to your lies. Where do you think you'll find me when you destroy what is inside me? I'll get rid. Ja, Freunde, da bin ich wieder zurück. Ging ganz gut. Also man hat an manchen Stellen gemerkt, da war schon ein bisschen am Straucheln mit der Leistung. Aber ich würde sagen, die Leistung hat noch gereicht. 10, 15 PS weniger wäre wahrscheinlich kritisch geworden. Aber der hat sich ganz gut geschlagen. Das Einzige, was er richtig gefressen hat, war Sprit. War da ganz schön weit leer gegangen. Und ja,
viele haben auch manchmal ab und zu geschrieben, wenn ich irgendwie mit GPS gegrubbert habe oder weiß der Geil was, wieso grubberst du mit GPS? Das liegt jetzt einfach daran, wir haben nicht so viel Zeit mehr und ich versuche so effizient wie möglich so viel Fläche wie möglich zu schaffen und das geht halt am einfachsten mit GPS. Zudem fährt man dann halt auch immer gerade und hat gute Bahnen und so, holt immer das Maximum an Breite raus, deswegen das ist einfach der Grund, wieso ich mit GPS jetzt gerade gegrubbert habe. Wenn jetzt der Zeitdruck nicht so wäre, dann würde ich mir die Mühe da vielleicht nicht machen. Aber wir haben hier richtig Zeitdruck. Der Winter steht kurz vor der Tür. Der Acker muss noch gesät werden, dann soll da eigentlich noch der restliche Mist drauf. Und wir können ja mal aufs Wetter gucken, wann der Wintereinbruch naht. Zudem, ich weiß nicht, da oben diese eine Ackergrasding. Das will ich jetzt eigentlich noch, das habe ich mir jetzt spontan entschlossen, dass ich das morgen, denke ich, noch runtermähe. Und dann gucke, ob ich das noch silieren kann, je nachdem, wie das dann aussieht. Weil es ist zwar kalt, aber es hat länger nicht, oder so, es hat länger nicht mehr geregnet und das da oben ist auch recht trocken. Deswegen, wir werden gleich mal einen Wetterbericht schauen, wenn ich nach Hause bin, zu Hause bin. Schlepper ist auch ganz schön dreckig geworden. Ich bin auch gespannt, was der Klaas mit seinen 140 PS zu der Sämaschine sagt da bergauf, weil wir uns ja nach einer neuen Sämaschine umgucken und leider, kurz out of story, Kreiselecker Sämaschinen-Kombo funktioniert nicht mit Proceed irgendwie. Und das ist halt ein bisschen kacke. Deswegen tendiere ich stark zu so einer aufgesetzten Drille, also Drille mit Kreiselecker. Ja, sonst müssten wir noch einen Bodenbearbeitungsgang hinzufügen. Und dafür habe ich auch nicht die Zeit und die PS, um den Arbeitsgang dann so breit zu machen, dass wir dann vielleicht mit 6 Metern oder so, das kann man komplett vergessen. Wenn die Scheibenecke werde ich zurückgeben und denke ich auch nicht kaufen. Ich gucke da eher nach irgendwas anderem günstiger an, nach irgendeiner Saatbettkombination oder weiß der Geier was. Irgendwas müssen wir finden oder vielleicht noch eine andere Scheibenecke, weil die Köckerling. Gott, Cut. Ja, wie gesagt, ich gucke dann auch nochmal nach einer anderen Scheibenecke, weil die Köckerling-Scheibenecke, die wird wahrscheinlich ziemlich teuer sein, also soweit ich weiß. So, wir fahren das Gespann einfach mal hier straight hin. Und zum Waschen noch. Ich finde es schade, dass man den Grubber nicht so oft, dass es nicht noch so, nicht noch einen Zustand gibt, wo der Grubber dann einfach auf dem Boden steht, wenn man ihn senkt. Also ist der ja jetzt versunken, deswegen werde ich den, denke ich, abkuppeln. Ja, wir wollten kurz aufs Wetter gucken. So. Minusgrade, Durchschnittstemperatur. Ah, das sieht blöd aus. Ja, da muss ich mir echt überlegen, ob ich das noch mähe. Ich denke, ich gucke einfach, wie morgen das Wetter dann ist und dann entscheide ich das spontan. Das Ding ist halt, ja, sonst wüsste ich jetzt nicht, was ich damit machen soll. Ich denke, wir werden das sonst eventuell einfach mulchen oder sowas und dann pflügen. Keine Ahnung. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns auf dem Acker wieder, weil ich muss nämlich noch zwischendrin kurz auf Klo. Ich halte jetzt hier kurz an. Dann gehe ich rein, kurz auf Klo und dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Cut und sehen uns gleich wieder. Bis. So, ja, ich bin jetzt wieder zurück. Ich denke mal, ich werde jetzt die Folgen, ich weiß jetzt nicht, wie euch das gefällt. Normal mache ich ja immer noch, versuche viel mitzunehmen und so. Die Folgen werde ich jetzt, weil die halt voraufgenommen sind, ein bisschen kürzer gestalten oder zumindest versuchen. Ich weiß ja nicht, ihr guckt ja auch lieber kürzere Videos, mein letztes, was jetzt am Mittwoch rauskommt. Ich nehme jetzt auch am Mittwoch auf, den 21. Das hat jetzt 59 Minuten. Das war vielleicht ein bisschen extrem. Und für alle, die jetzt im Chat geschrieben haben, ich weiß, ich bin dumm. Denen es aufgefallen ist, die werden es jetzt wissen, was ich meine. Denen es nicht aufgefallen ist, den rate ich mal auf den Tank zu gucken. Irgendwie hat ist der Reverse auch komisch. Der Reverse sozusagen erst, wenn man wieder von der Kupplung runtergeht. Wobei das wahrscheinlich auch mit dem Frontlader zu tun hat, ne? Wenn du dann halt Kupplung trittst, dich langsam rantastest, schon mal den Reverse drückst und dann die Kupplung loslässt und der dann wieder rückwärts fährt und nicht dann bei den anderen Schleppern ist es ja so, die reversen dann während du die Kupplung drückst. Also du durch die Kupplung drückst den Reverse
und der reversed, also der fährt, schaltet den Reverser dann auf rückwärts. Und hier ist es so, du reversed und drückst die Kupplung, ich kann jetzt ja mal reversen, und der schaltet jetzt erst in Rückwärtsgang. Wobei, hä, der Reverser ist irgendwie... Ach, der schaltet erst im Stand rüber. Ja, keine Ahnung. Irgendwie fällt er sich auf jeden Fall hier anders als bei den anderen Karren. So. Wir brauchen jetzt Raps. Soweit ich weiß. Ich denke mal, wir stellen ihn hier mal ab. Halt, nicht das. Fahren hier noch ein bisschen vor. Ich muss einmal gucken, das war jetzt. Ja, Raps. Raps. Wir schnappen uns mal den hier. Hat der Händler mir extra gesagt, dass ich den nehmen kann. Hat mir auch gesagt, wo der Schlüssel ist zum Anmachen. Der läuft hier ja auch irgendwo rum. Wahrscheinlich ist er hinten in seiner Werkstatt. Der wird schon wissen, dass ich da bin. Habe ich mir auch gesagt, wann ich ungefähr komme. So, ich ziehe hier noch mal ein bisschen zurück. Ungewohnt wieder Automatik zu fahren. Das ist ja jetzt auch der, den wir auch als Vorführer hatten. Den hätten wir ja aber nicht gekauft, weil es ja der mit den 125 PS ist. So, und da wir ja jetzt auch unsere Palettengabel hier stehen haben, bietet sich das gut an, dann auch unseren Raps direkt zu holen. Der Raps ist das Grüne hier. Turn. Mal schauen, wie viel Raps wir dann runterholen, weil wir haben ja recht viel Flächen mit Raps dieses Jahr. Und letztes Jahr war der Ertrag ja richtig blöd. Um jetzt nicht irgendeinen Kraftausdruck zu sagen bei dem Raps. Aber letztes Jahr war es ja auch nur der kleine Schlag, aber trotzdem, da waren es 5 Tonnen pro Hektar. Und Dinkel hatten wir, weiß nicht, was waren das, 25 Tonnen pro Hektar, wie gesagt. Liter pro Hektar, nicht Tonnen. Ich hatte es ja auch zum Download zum Download ist jetzt übertrieben. Ich habe euch die Playlist halt in die Videobeschreibung gepackt. Beziehungsweise, was heißt die Playlist? So, jetzt schmeißen wir hier einmal die Säcke von oben runter. Ui. So, zack. 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 Alle mal rein hier. Wie gesagt, das Saatgut hat jetzt auch eine recht lange Haltbarkeit. Aber ich weiß gar nicht, was waren das denn jetzt? Ich glaube 2 oder 3 Jahre. Also wir können es jetzt noch, nach dem Jahr können wir es noch 2 Jahre benutzen und im dritten Jahr wäre es dann abgelaufen, glaube ich, oder so. Beziehungsweise, aber dann kann man es ja rein theoretisch trotzdem sehen. Also die sind so verpackt, dass das gut geht. Also da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Sonst hätte ich jetzt auch Paletten gemischt. Aber ja, der meinte, das geht so. Und so ist es günstiger zu kaufen, deswegen. Bloß jetzt haben wir nur wieder den Bug hier. Naja, egal, dann hängen wir halt die Paletten auch mit ab. Ist mir auch egal. Und ja, das ist jetzt noch einiges, ne? So, bisschen Dinkel haben wir noch. Was haben wir da noch liegen? Mais und Tritikale. Halt das, was wir noch sehen müssen. Dinkel, Mais, Tritikale. Ich weiß gar nicht, auf das eine Kleefeld kommen ja noch was rauf. Wir haben jetzt 3 Felder, glaube ich, mit Raps gesät bisher. 3 mit Raps. Dann werden es dieses Jahr wieder 4 Felder mit Getreide und 1 mit Mais, so ungefähr. Das ist jetzt ein rapshaltiges Jahr. Wir haben jetzt leider das mit der Fruchtfolge vielleicht ein bisschen dumm geplant, aber naja, nächstes Jahr gibt es dann wieder sehr, sehr viel Getreide und wenig Raps. Ja. Wie gesagt, wir fahren ja eigentlich, der Mais ist ja noch so ein bisschen so ein Sonderding, aber wir fahren eigentlich mit der Fruchtfolge 2-mal Getreide, 1-mal Raps dazwischen. Das ist so das, was wir anstreben. Das Ding wiegt wahrscheinlich hinten auch ganz schön was, aber geht trotzdem gut. Wir haben auch vorne das neue Gewicht dran. Der Klaas, der hat heute schon ganz gute Stunden gemacht. Zum Ende des Jahres, also in der letzten Folge vom Jahr, werde ich dann
so eine kleine Statikliste machen, was wir Statistikliste, was wir so geschafft haben. Ich weiß jetzt allerdings nicht, die Statistik, die man hier sieht, ob das jetzt bei Gesamt, ob das jetzt nur der Spielstand ist und ob da auch halt gecheatete Äcker, wenn man mal F11 macht, weil man irgendwie Nachbarsacker oder so bearbeitet. Ich weiß nicht, was da das reinzählt, wenn er sich, wenn das hier jemand genau weiß, ob das jetzt Spielstand bezogen ist und ob das man das selber gemacht haben muss oder ob das auch mit hier F11 gemacht werden oder hätte gemacht werden können. Und so, dann schreibt das gerne mal rein. Ich finde es schade, dass da nicht gedroschen oder so steht, weil das würde mich ja nochmal interessieren. Aber zum Beispiel hier bei gepresste Ballen 255. Gut, das ist jetzt nicht so viel für ein Jahr, ne? Aber jetzt auch nicht so viel Fläche. Nächstes Jahr geht es dann ja wieder, weil wir dann nicht so viel Getreide haben. Aber irgendwann nächstes Jahr wird es dann wieder kriminell. Und das Geile ist, die Felder liegen direkt nebeneinander, die Rapsfelder. Das heißt, das wird auch nochmal witzig, die die zu ernten, weil du halt eigentlich auch mit dem Drescher einfach durchfahren kannst. Ich fahre jetzt hier trotzdem mal einen neuen GPS-Kurs ein. So, jetzt fahren wir mal, schimmern wir uns mal hier hin. So. Halt S. A-Punkt setzen. Halt S. B-Punkt setzen. Oh, wenn wir mal die 112 draus, sonst fängt er nämlich mit Proceed M3. Zack. Ja, die 112 M3 ist ja jetzt. Automatisch. Zeigen. Weil sonst fängt er nämlich mit Proceed fängt er sonst nämlich bei Spur, weiß ich nicht was an, aber das hier ist jetzt Spur 0. Also passt das. Oh, kein Gang drin. Meine Güte. So. Ich denke mal, wir fahren erstmal hier die eine Bahn, fahren wir erstmal so hoch. Dass wir so ein bisschen so eine Wendefläche haben. Ohne GPS. Weil leider mir deshalb das GPS so funktioniert, ne? So, man merkt schon der Bauchleistung. Ah, die hat er auch. Wir nehmen mal 14 km/h Gang. Soll das packen. So. Ich glaube in Spur 4 ist dann mit Fahrgasse, bin ich der Meinung, oder Spur 3 schon Fahrgasse. Spur 3 ist schon Fahrgasse, das heißt wir schalten hier mal auf Stopp. Ach man. Ja, das sehen wir Proceed, ist eine Wissenschaft für sich. Ich denke mal, die Leute, die damit ab und zu arbeiten, die wissen das. Aber ich finde, das macht... Also mir geht da ja schon das Herz auf, wenn ich die Äcker schon sehe. Also da ist eigentlich der Profi-Trick auf manuell schalten, während man in der Fahrgasse ist, wo kein Proceed an ist. Und dann kann man da auch zum Beispiel, das mache ich ja immer beim Vorgewende, so drillen und so. Und auch so schiefe Äcker dann halt diese Randbegrenzung da drillen. Ja, dann passt das alles. Ja, leistungstechnisch, wie gesagt, ich hatte ja auch überlegt, Pöttinger hat er ja jetzt auch eine ziemlich gute Drillkombi, die könnte man sich auch nochmal überlegen, bloß ich weiß ja jetzt nicht, welche da beim Leistungsbedarf, wie das da aussieht, welche da besser ist und welche schlechter. Ich glaube, ich fahre nochmal so ein seitliches, noch ein zweites seitliche Vorgewendebahn, aber ja, wobei eigentlich nicht. Wir fahren jetzt direkt die hier runter, so. Ich kann ja auch schalten ohne zu kuppeln, ne? Das vergesse ich immer. So, jetzt können wir hier mal gucken. Ja, ich habe natürlich mein Handy dabei. So eine gezogene will ich halt eigentlich nicht. Dafür haben wir zu kleine Äcker. Ich mache jetzt hier entweder die, aber da steht 165 PS dran. Hier 130, bloß ich weiß jetzt nicht, was hier
Ich denke, ich werde mir die hier vielleicht auch nochmal organisieren und gucken. Ja, die sind zu fett. Vom Aufbau her. Ja, wir müssen mal insgesamt gucken. Dann nach einer Drille. Wir haben nächstes Jahr wieder viele Einkäufe zu tun, wie ihr vielleicht dann auch merkt. Wir haben dieses Jahr schon ganz gut unseren Fuhrpark aufgerüstet. Es steht dann halt an, noch eine Drille zu kaufen. Dann müssen wir noch am besten eine Scheibenegge oder sowas kaufen. Ich weiß gar nicht, brauchen wir noch? Scheibenegge, Drille. Ja, vielleicht irgendwann dann halt auch nochmal in nicht allzu weiter Ferne auch nochmal nach einem Güllefass, weil wegen der Düngeverordnung, die jetzt kommt und so. Also, und auf jeden Fall auch nochmal neue Mähwerke. Also da steht noch einiges an, Ankauf. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir dann unseren neuen Kuhstall holen für die Einnahmen. Und ja, notfalls, es kommen ja jetzt demnächst die ersten Kälber und wir haben jetzt nicht mehr wirklich so viel Platz. Ich habe von einem Kollegen, der seinen Stall noch nicht vor allzu langer Zeit geleert hat, habe ich das Angebot bekommen, die auch reinzustellen, wenn ich halt am Ende dann alles sauber mache, den ganzen Mist und die Gülle wieder wegfahre. Halt sozusagen im Zustand, wie ich es vorgefunden habe, zurücklasse. Dann darf ich in dem Stall den Stall benutzen, um da dann die Viecher, die ich dann zu viel habe, reinzutun. Halt aber dann natürlich nur übergangsweise, ne? Das ist klar. Hofladen läuft aber auch gut. Ich denke mal, da werden wir uns am Jahresende auch nochmal vielleicht. Damit haben wir ja eigentlich auch hauptsächlich unsere unsere Lebenskosten. Aber ich denke mal, da wird am Ende des Jahres auch bestimmt 5.000 nochmal übrig sein. An Budget, was wir dann gucken müssen, wo wir es reinvestieren. Wie gesagt, man soll ja sein Geld immer ausgeben, weil sonst muss man so viel Abgaben zahlen. Dann werden wir natürlich schon gucken, dass das alles passt. Und dann würde ich sagen, sehen wir mal. Ich würde sagen, ja, wir können eigentlich nochmal eine Zeitraffer-Aufnahme machen. Ein bisschen vom Sehen. Ich denke mal, ich werde dann, denke ich, auch nochmal einen Cut zwischendrin machen. Und mal den ganzen Acker wieder sehen. Das ist auch wieder nicht interessant. Deswegen, dabei wünsche ich euch viel Spaß und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach der Zeitraffer-Aufnahme wieder. Bis dann. Slowly drifting.
taking whatever you told me. I know what I could be. Making the most painful answers. Tell me, is this what you made me? Ja, Freunde, da bin ich wieder zurück. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel ich euch von der Zeitraumaufnahme vom Sehen reinschneide. Ja, aber leistungstechnisch schon an der Grenze, würde ich einfach mal so behaupten. Wir müssen jetzt noch das Vorgewende kurz machen und dann sind wir auch fertig mit dem Acker. Und dann auch insgesamt erstmal fertig mit den Ackerarbeiten. Bis halt noch auf die eine Sache, da hoffe ich, dass es dann nicht friert in der Zeit. Oh Gott. Das war jetzt dumm. Ich wollte es ausmachen, aber ich habe, wie gesagt, meine Tastbelegung war ja zwischendurch mal am Arsch, da habe ich das getauscht. Also in der neuen Tastbelegung keine Lust, das jetzt umzubelegen, weil, ja, habe ich mich schon so halb wenigstens wieder dran gewöhnt. Deswegen, ja, schalten nochmal runter. Sonst. Was heißt das? Wie gesagt, ich hoffe, dass morgen noch nicht gefroren ist, der Boden. Ich würde nämlich noch gerne missfahren, das geht dann ja nicht mehr wegen der Düngeverordnung bei gefrorenem Boden, und zudem haben wir dann ja auch noch
die andere Ackerarbeit dann zu tun, wenn wir dann das neue Gerät holen. Wäre eigentlich sehr wichtig. Beides. Deswegen hoffe ich einfach, dass morgen der Boden noch nicht gefroren ist. Da müssen wir mal gucken, wie sonst so die Bedingungen sind. Ob wir die das Ackergras da oben noch mähen oder ob wir es einfach stehen lassen. Ja, weil eigentlich ist das Kacke. Bei Minusgraden kann ich das auch schlecht mähen. Dann ist das, nee. Ja, wir müssen schauen, dass das bei Minusgraden mache ich es auf keinen Sinn. Sollte dann schon, ja weiß nicht, plus 3 Grad haben, denke ich mal. Oder ja, eigentlich auch kritisch. Weiß gar nicht, wie das in echt ist. Kann ich auch mal reinschreiben. Aber ja, ich denke mal, dass das Ei, krass, wie wenig Saatgut der verbraucht hat, ne? Nicht mal 500 Liter. Naja. Ich weiß auch gar nicht, was da Proceed-mäßig jetzt da unten in der Ecke steht. Weil da ist ja einmal hier 8,5. Das ist, glaube ich, eins ist gesäte Fläche, glaube ich. Und das andere ist, wie viel Hektar die Stunde? Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Das sind ja 3 Ziffern, da könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, wenn das jemand weiß, was da was ist. Dann hoffe ich echt mal, dass das nicht friert morgen. Den einen Mistwagen werden wir, denke ich, noch rausfahren vor der Nacht, nicht, dass der noch festfriert. Das mache ich dann aber offline und dann sehen wir uns, denke ich, morgen erst wieder, wenn ich dann mein Sach da, also den eine Geschichte da abgeholt habe, die ich noch hole. Ja, mal sehen. Aber ich würde sagen, das soll es jetzt für die Folge gewesen sein. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. We are farmers. Farmers.